Eins. So eine schöne Ware. Wir räumen noch mal im Schnitt auf. So, fertig. Ersten Platz ziehen. Und wer bekommt sie? Ich. Moinsen. Samstag, 27. Juli. Heute werde nicht mehr ganz viel gefilmt, Schatz. Ich bin am Vorbereiten, denn wir fahren morgen gegen 10 oder so fahren wir los. Noch mal ein paar Tage mit den Kindern in Urlaub bis Donnerstag. Donnerstag sind wir zurück. Was hier auf dem Hof passiert, wird Jens sicherlich euch berichten und ich werde die Kamera euch hier mitnehmen. Wenn irgendwas Interessantes ist, schmeiße ich zwischendurch die mal an. Aber ansonsten seht ihr jetzt erstmal das, was Jens so widerfahren sein wird. Viel Spaß. Bis dahin. Weizendreschen angesagt. Und dafür bringt Johann jetzt den Wagen ans Feld. Bringt Johann gleich wieder nach Hause. Einen von den neuen Akkulinern. Gucken wir da mal zu.
So, wieder da. Ja, da stehen jetzt drei Wagen. Johann tauscht dann immer die Träger durch mit den neuen Akkulinern. Und der Rest geht dann auf die alten Akkuliner rauf. Und heute Nachmittag wollen wir dann den LKW hinten am anderen Schlag hinstellen, weil da kann ich mich nicht hinstellen. Das geht alles nicht. Da versackt man nur und dann muss er zu weite Wege fahren. Das ist natürlich auch nicht so gesund. So, und dann will ich euch noch mal eben zeigen hier an der Hütte, wie das hier aussieht. Die Farbe ist trocken. Das ist schon mal schön. Der Elektriker war da. Der Backofen ist angeschlossen. Das sollte dann funktionieren. Küche müssen wir ja noch bauen. Lampen sind dran. Das ist auch schön. Funktioniert auch alles. Badezimmer. Klick, Licht an. Toll. Ja. So Stand der Dinge. Nochmal putzen und sauber machen und dann kann das losgehen hier mit Möbel. Aber ist doch, finde ich, vollkommen ausreichend. Ich würde hier einziehen. Schön idyllisch hier mit Garten, ist doch toll. Was will man mehr? So, hier sind noch ein paar Teile für die Halle gekommen. Dachrinne und Abspannbänder und sowas alles. Muss nicht einer, hier sind sie alle. Der macht auch schon wieder für Tippitoppi da. Ja.
heute Donnerstag, ja. Ja, ich bin hier am Basteln für die Kartoffeln. Die Schächte einmal neu machen. Die Winkel haben wir wieder gerade gebogen. Und Bretter kommt von den alten Bäumen. Thank you.
feines Stroh, kennt man gar nicht mehr, so golden. Donnerstag, 1. August, wir sind gerade aus dem Urlaub zurückgekommen. Ich muss erstmal die Lage peilen. Die Trecker sind alle auf dem Hof, die zwei Akkuleuchtenzüge sind weg. Eigentlich müssten wir Kartoffeln roden. Also eine Lage checken. Fürs später. Jo, alle klar, wir sind 15.20 Uhr. 15.19 Uhr, um genau zu sein. Ich will dann mal füttern fahren. Jens ist hinterm Schachten. Lul, ich weiß gar nicht, ob er euch das gezeigt hat, ob er dabei aufgenommen hat. Fahren wir gleich mal eben dran vorbei. Fahr dann ist los mit dem Krautschlägler. Unsere Vermehrungsfläche muss runter, da werden die Kartoffeln zu groß, erstaunlicherweise schon. Das wird runtergeschlägelt, dann noch ein paar Speise, die runter können. Ja, Stroh haben wir, das bisschen, was wir haben wollten, haben wir hier. Rest kriegt der Nachbar, da kriegen wir dann den Mist wieder, wie immer. Was noch? Was noch? Kartoffelroden, morgen früh. Aber ohne mich. Ich habe Krankengymnastik. Das war das. Jetzt hat auch nicht was fertig gekriegt. Die Bude für die Erntehelfer ist quasi fertig. Soweit erstmal zumindest. Wir haben gerade festgestellt, dass in der Wasserleitung da ein zwei Wegehahn noch kaputt ist. Den tauschen wir nochmal aus, also in der Zuleitung. Weil das ja abgesperrt war. Wollten wir gerade aufmachen, um das zu testen. Und da haben wir gesehen, pisst raus. Also das muss nochmal neu. Ist aber halb so schlimm. Müssen nur gucken, ob wir einen haben. Sonst besorgen wir noch einen. Dann werde ich heute Abend mal mit Ina gucken, was wir noch an Möbeln brauchen. Dass wir die besorgen. So, das und das, das. Ja, und dann fahre ich mit Jens nochmal zum Baumarkt. Die Tage. Arbeitsplatte besorgen. Spülbecken besorgen. Ja, Punkt. So, dann kann das auch fertig. Noch die Heizung reinbauen und dann ist es fertig. Und dann ist das auch schon gar nicht mehr so lange hin, bis es losgeht. Also Wietzendorf will, habe ich jetzt gehört, wohl am, ist die vorletzte Augustwoche, glaube ich. Moment, guck mal schnell. Ja, 34. kW, irgendwann da soll das Wietzendorf losgehen, also das ist nicht mehr lange hin. Was wollte ich noch sagen? Urlaub hat richtig Spaß gemacht. An dieser Stelle liebe Grüße an die Menschen, die wir getroffen haben. Und besonders gehen Grüße raus zum Campingplatz in Bensersiel. Ich habe es leider nicht aufs Bier geschafft, wie du gemerkt hast, aber habe mich trotzdem sehr gefreut. Danke auch nochmal für die Einladung zum Bier. Dann müssen wir ja noch die Auslosung machen. Da weiß ich jetzt noch nicht, ob das... Also, ne, Postkarten ist ja jetzt zu Ende. Es sind auch einige gekommen. Da will ich mir noch mal eben kurz Gedanken machen, wie wir die auf Verlosung machen. Und dann werden die Gewinner benachrichtigt. Und ihr kriegt hier natürlich auch ein Video mit. Ich muss mal gucken, wie wir das, ob wir das morgen noch irgendwie hinkriegen. Wäre ja schön, ne? Wäre ja schön. Notfalls eine Woche später, aber eigentlich wollte ich das nicht. Und dann, da könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, was ihr davon haltet. Aber ich habe jetzt so überlegt, wenn das jetzt so richtig wieder losgeht, könnte ich eigentlich auch wieder zwei Videos die Woche machen. Zumindest dann, wenn noch Action war. Da dürft ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie eure Meinung ist. Nur sonntags und dann auch mal richtig lang oder halt zweimal die Woche. Welchen Tag, kann ich euch nicht sagen. Dann immer so, wie es passt. Ne? Das habe ich ja immer so gemacht. Aber da schreibt mir doch gerne mal rein, was ihr davon haltet. Gut, so, jetzt will ich aber erstmal eben nach den Viechers gucken. Ina hat soweit alles schon... Wir haben alles rausgeräumt und Ina ist schon dabei, die Wäsche zu machen, unser Grill zu putzen. Ja, und dann sind wir quasi heute Abend, ist der Urlaub dann richtig vorbei. Also später. Hier ist am Schachten. Mini AKF, aber ich will nur den Stoppel angucken hier. Der Weizen ist ja runter. Und also da brauchen wir ja nichts groß gucken. Da kommt dann Zwischenfrucht rein nächste Woche.
dann jetzt noch ein bisschen auflaufen lassen, dann mit der Scheibenecke Zwischenfrucht rein und dann ist das gut. Aber zu den Erträgen. Also, wir haben auf dem Schlag hier unfassbare 6,2 Tonnen Weizen geerntet und auf dem großen Schlag, der 18 Hektar Schlag im Moor, da waren es 6,4 Tonnen. Ja, nicht so richtig geil. Also ich hatte ehrlich gesagt mit 7 Tonnen gerechnet oder ich hatte 7 Tonnen erwartet. Die haben wir nicht bekommen, aber gut. Qualität war okay, also es ist alles nur Futterweizen, ne? Wir haben hier keinen Backweizen. Habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, aber zur Sicherheit nochmal. Es war alles trocken. Der erste Zug aus dem Moor, der war noch nicht ganz trocken, 15, weiß ich nicht genau. 15, irgendwas, knapp 16%. Aber die anderen, die waren dann alle trocken, also dementsprechend keine Trocknungskosten. Ja, Punkt. Nicht so geil, aber es ist wie es ist. Es sind ja auch nur 23 Hektar gewesen. Das Wichtige ist, dass die Kartoffeln ordentlich bringen und dass das alles hinhaut. Da sind wir jetzt hier, da Fontane, die reifen alle ab. Bei uns hinter der Halle die Reifen auch ab, also da muss auch kein Wasser mehr rauf. Wir werden aber, wenn es jetzt über die nächsten drei, vier Tage keinen Regen gibt, werden wir noch wieder Stärkekartoffeln beregnen müssen. Im Moor, die stehen richtig gut im Kraut, sagt Vater. Ich habe da noch nicht hingeguckt, jetzt wieder, nachdem wir zurück sind, aber da muss dann nochmal Wasser rauf. Aber wie gesagt, hier ist alles in Abreife. Das lohnt nicht. Da sind auch leer, die sind quasi tot. Die können dann, also sind dieselben wie bei uns hinter der Halle, da wo wir jetzt morgen den zweiten Zug rausholen. Die haben wir hier auch nochmal. Da kann das dann eigentlich weitergehen, aber im Moment ist das sehr verhalten am Markt. Also da, man wird nicht so wirklich was los. Wundert mich tatsächlich auch, ärgert mich auch, aber auch das können wir nicht ändern. Mal schauen, wie das damit weitergeht. Preis ist halbiert. Naja. So, nicht nur, weil es so warm ist, sondern auch, weil Jens heute ja auch noch sein einjähriges Jubiläum hat. Also er hat das erste Jahr seiner 10-jährigen Probezeit hinter sich. Machen wir jetzt Feierabend. Nehmen das Stroh wieder unter das Dach fahren und dann ein kleines Bierchen. So, Ruhe. Achso, es sind auch noch Hallenteile geliefert worden. Der hatte mich angerufen, als ich im Urlaub war. Ein paar Träger, bisschen verzinktes Zeug und Gelumpe da auf Palette und so. Ich habe jetzt aber noch nichts wieder. Ja, ich weiß, das schaffen wir noch eben. Noch nichts wieder gehört, ob das jetzt klappt tatsächlich nächste Woche. Ich hoffe das. Eigentlich wollten die nächste Woche mit dem Aufstellen. Oh, jetzt klingelt das Telefon. Ja, Agroliner Verleih Rüpers. So. Bin ich jetzt zu scharf rangefahren oder was?
Freitag, 2. August. Physio. Architektentermin. Nochmal Besprechung wegen der Pläne fürs Haus. Und nochmal kleine Änderungen hatten. Kartoffelroten, da ist Jens in Gang, der sicherlich für euch auch ein bisschen filmt. Gehen wir von aus. Und wir bringen dann noch den Wunderware zur Werkstatt, weil die Karre ist vergammelt. Richtig scheiße. Ich will jetzt mal gucken, also TÜV ist im November wieder wohl fällig. Hat er mit dem von der Werkstatt mal telefoniert, er sagt ja, ich muss mir das genau angucken. Ich sage, kein Problem, ich bringe den jetzt dahin. Dann sollen sie gucken und dann sollen sie mir einen Preis sagen, was sie meinen, was das kostet, den fertig zu machen. Und dann auch gleich versiegeln. Mal sehen. Und dann überlege ich mir, ob wir das machen oder ob sich unsere Wege nach 2 Jahren schon wieder trennen. Das weiß ich noch nicht. Eigentlich gefällt mir der Autowagen hier richtig gut. Ich will den eigentlich nicht weggeben. Aber das muss halt finanziell, das muss auch irgendwie noch passen. Ne? Wenn er weg muss, dann gibt es erstmal auch keinen. Dann haben wir auch Probleme der Erde. Also ich muss mir das nochmal genau durch den Kopf gehen lassen, was da schlau ist. Aber da warten wir, wie gesagt, ab, was der Experte sagt in der Werkstatt. Und dann sehen wir weiter. Also bis gleich. Lalala, jetzt nimmt die Kamera schon auf. Ja, Tag, also, Jens. Hallo. Jens, du bist hier noch am Schachten, ne? Ja, ich bin am Schachten. Der letzte. Ja, da sind ein paar. Oh, ein paar hast du noch. Kann man noch mal einen von Ja, das ist doch traumhaft. Jens war Roden, als ich Physio war und Werkstatt. Ach ja, und beim Architekten war ich auch noch. Und in der Zeit war Jens hier Roden. Mhm. Und das gucken wir uns. War gut? Ja, ne? Ja, voll geil. Ja. Jens hat gerade gesagt, er hatte da die Kamera nicht angeschmissen, deshalb will ich euch die nochmal eben zeigen hier. Wir dürfen heute nochmal einen Zug liefern. Die lüften jetzt gerade noch hier. Taxeln wir hier nochmal rauf und wieder wirklich so eine schöne Ware. So eine tollen Kartoffeln. Ich bin wirklich sehr begeistert von der Sorte und auch von der Kartoffel als solche, wie sie jetzt gewachsen ist. Also sie sind sehr schön, sie sind so gut wie keine verformten, keine Wurmlöcher, auch so gut wie, findest du natürlich immer mal eine Knolle, wo man Wurmloch ist, aber nee, da gibt es gar nichts zu meckern. Top-Qualität, sage ich jetzt einfach mal so. Die sind wirklich schön. Gut, die gehen nachher hin. Aber ich hatte ja auch schon vorhin, heute Morgen, glaube ich, im Auto erzählt, der Preis hat sich quasi halbiert innerhalb von, keine Ahnung, einer Woche, 10 Tagen oder so. Ja, ist wie es ist, aber weiß nicht, das ist kein ganzer Zug mehr, der da noch drin ist. Und dann geht das auf einen anderen Schlag, den habe ich dir gezeigt, da sind wir vorbeigefahren. Dann geht das da weiter. Ne? Gut. Gut, gut. So, jetzt will ich noch ein paar Sachen zusammensuchen, die ich euch noch zeigen will. Und dann sehen wir uns nachher, vielleicht zwischendurch noch, vielleicht noch mal irgendwo anders, aber nachher auf jeden Fall mit Jens zusammen noch mal eben in der Werkstatt wieder. Da wollen wir euch nämlich noch was zeigen. Bis gleich. So, Kartoffeln sind unterwegs. Jens kommt hier auf sein Bike. Mein Bike steht da drin. Und jetzt fällt uns auf, ist uns ja schon länger aufgefallen und Ina hat sich auch schon beschwert. Ja. Ina hat kein Bike. Naja, es kommen immer, ich weiß nicht, haufenweise E-Mails mit irgendwelchen Placement-Dingern und willst du nicht und hast du mal und irgendwie, nö, habe ich dann immer grundsätzlich abgelehnt. Bis Ina dann mich nochmal daran erinnert hat, dass sie gar kein Bike hat. Und dann kam wieder jemand und zwar war das Mockwheel. Die haben mich angeschrieben. Und das ist tatsächlich auch was richtig gut aussah. Ich hatte mir das angeguckt und da vorweg, die haben das hergeschickt, wir dürfen das testen und auch behalten, aber das ist keine bezahlte Geschichte und wir dürfen auch sagen, was wir wollen, das tun wir auch. Die haben uns das noch nicht original angeguckt, das steht jetzt hier schon 2 Wochen, glaube ich, Jens, 2 Wochen? Ja. Oder wann kam das? Vor 2 Wochen. Der Karton hier, den schieben wir jetzt mal raus. Damit Ina auch noch mal bei schönem Wetter Fahrrad fahren kann. Nicht, dass es nachher irgendwann auf einmal Herbst ist. Und da wird nichts mehr von. Ja.
Das ja. läuft aber gut, ne? Ja, setz dich mal rauf. Setz dich mal rauf, mal eben sehen. Das ist ein Tandem, ne? Ja, das passt bei dir nicht, das ist für Ina, ne? Ach so, ja. Dann müsste Ina sich ja nicht mehr rauf. Wahrscheinlich so rein. Ja, genau. So, jetzt gehen. So, ja, dann wollen wir das mal aufreißen. Wir haben ein Fahrrad aufgerissen, können wir gleich sagen. So, mal schauen. Wir packen das mal aus und dann gucken wir uns das an. So, also, was haben wir da Schönes? Das ist nur ein Deckel, Verpackung. Verpackung. Mockwheelbrett, piekfein reingelasert. Klasse aus. So, das ist ein Zubehörkarton. Den, wie sortieren wir uns denn jetzt? Das legen wir mal dahin, ne? Ja, der Arbeitstisch ist in der Halle, ne? Irgendwas ist immer. So. Brauchen wir mal einen Seitenschneider. Ich hole mal einen Seitenschneider. Was? Da. Der gute Knipex. Was soll ich denn da jetzt als erstes abschneiden? Da ist er. Dass wir das Rad mal rauskriegen, die großen. Ne? Den da. So. Den noch nicht. Ja, der muss ich jetzt eigentlich rausgehen. Der hängt, warte mal, ich schneide in die Seite auch noch einmal. Jetzt. Das da unten noch irgendwas. Ja, da. Da unten noch an. Ja, ich komme hier an die Verpackung. Halt mal die Kamera, ja, bitte. Warte mal, vielleicht machen wir das schlauer. Wir machen den Karton kaputt. Ach ja. Ja. So, jetzt geht's. Jetzt. Ja, hallo. Ach so, oder so. So. Ja. Junge! Oh, boah. Alter! Ich sag das nicht. Krass! Jetzt bin ich gut reagiert. Was? Mein Fahrrad, nicht deins. Die sagt, das ist mein Fahrrad. Das sehen wir dann. Die sagt, das ist mein Fahrrad. Ja, ich habe gehört, dass Ina hat gesagt, das ist mein Fahrrad. Krass, guck dir mal die Pelle an. Alter! Da werde ich vielleicht ein bisschen neidisch, ne? Maximal! Ja, da bin ich aber gespannt. Boah, ja. Mann! So! Da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mit gerechnet, dass das so fett ist. Das war online nicht zu erkennen, dass das so fett ist. Okay. Das ist fett. Ja. So, jetzt muss man das mal eben. Sind da noch Einzelteile? Ne, das ist alles zusammen, ne? Dann lass uns das noch mal eben zu zweit. Stell doch mal eben. Gib mir doch mal eben die Kamera. Okay. Da stellt euch auf die Luft. Ne, da fallt ihr mir runter. So. So. Ja, den Ständer tauschen, den nehme ich dann nochmal einzig. Ja, genau. Ja, bei dir ist ja ein Ständer. Ja. Ja, dann erstmal. Alter, dann müssen wir erstmal auspacken, ne? Wollen wir das sonst auf den Karton legen? Oh ja, warte. Ich schmeiß den nochmal um, ich halte das eben. Oder festhalten, du packst es auf. Keine Ahnung, so und dann. Ja, dann. Das blendet so, wir müssen die Kamera anders entstellen. So, wär besser. Wir sind hervorragend vorbereitet. Ja. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ach, halt du die doch mal eben. Ist egal. Ja, okay. So. Ja. Jetzt kneife ich einfach alles auf, oder ja? Ja, aber nicht die ganzen. Oh, mit Fahrradschlüssel. Die Bremsen lasse ich heil, oder? Die lässt du heil. Okay. Wäre traumhaft. Da ist aber auch. Also mich persönlich stört das ja nicht, wenn da mal irgendwo ein Kratzer ist, ne? Aber da kannst du mal sehen, wie empfindlich viele Menschen sind und wie genau das denn eingepackt sein muss. Ja, gut. Damit da bloß nicht eine. Klar, gibst du Geld aus, darfst du auch erwarten, dass kein Kratzer da ist. Richtig. Aber wenn genau. Da jetzt eine kleine Macke, also mich würde es nicht stören, ehrlich gesagt. So, weil die Macken sind nach der ersten Fahrt sowieso drin. Hier ist der Lenker. Natürlich der Nachteil, Masse Müll.
vielleicht zurückschicken oder so. Ja. 1200 Schlüssel dabei, das lasse ich noch dran. Das ist die Bremse, ne? Nee, das ist der Tacho wahrscheinlich. Ah, da, jetzt sehe ich das. Ja. Die Bremse kann auch nicht sein, das ist nicht lang genug, das Kabel. Ja. Dann packe ich das auch aus. Krieg die für piekfeines Fahrrad. Das ist mein Mann. So. Oh. Das reicht aber ja noch nicht. Da ist noch mehr. Noch mehr Karte. Da ist noch einer. Die gelbe Tonne gleich wieder voll. Mhm. Luftpumpe. Luftpumpe. Cool. Krass. Also die haben an alles gedacht. Ja. Wahnsinn. Ja. Ich habe jetzt sogar Luft mitgeliefert. So. Oh, ohne Pedalen. Schade. Gleich haben wir es. Die darf machen wir gleich mal Sattel hoch machen. So, da noch. Den hier unten noch da, den weißen. Da, ja. Donnerstag. Oh, Verkappel. Die muss er wieder ran. Ja. Junge, Junge, Junge. Cool. Also, erster Eindruck von der Verarbeitung ist ja jetzt gar nicht mal so schlecht. Ne? Nee. Sieht schon echt ordentlich aus. So. Auf der Suche nach Werkzeug könnte man jetzt den Karton kaputt machen, aber so ein Zubehörkarton kann man auch gerne mal eben aufbewahren. Ja, ja. Und deshalb nehmen wir jetzt unser piekfeines Taschenmesser. Piekfeines Taschenmesser. Und schneiden das auf. So, und dann geht's gleich weiter. Junge! Oh! Mein Schatz! Schatz, ja. Das braucht Ina nicht, das ist unser. Mann, das ist aber Wahnsinn, edel. Hier Kabelbinders. Falls man zu viel abgeknipst hat, kann man wieder welche ran. Dickes, fettes Handbuch. Brauchen wir nicht. Junge, hier sind die Pedale. Ja. Dick. Alter Schwede, ey. Ja, die sind massiv, also Guss, ne? Ja. Kein Plastik. So, was haben wir da noch? Schraubendreher. Hm. Was ist das? Ah, Licht. Oder was? Scheinwerfer? Ja. Sieht auch geil aus. Lassen wir da drauf. Und hier sind noch 500 Schrauben. Gottes Willen, bist du verrückt. Ich hoffe, das sind Ersatzteile. Was ist da? Ladegerät vielleicht? Jo. Ja. Da ist das Ladegerät. Denn, nee, wir bauen erstmal das Rad ran. Wir bauen das zusammen und dann laden wir. Genau. So, also wolltest du jetzt erstmal einen Innenbus haben, ne? Ja, jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier brauchen jetzt hier. Naja, einen großen Imbus. Einmal hier, das war das. Den dicksten? Ja, bestellen können. Den da? Vermutlich, ja. Also mit Arbeitstisch wäre das doch ein bisschen angenehmer, ne? Ja. Nee, der ist nicht richtig. Zu klein? Nee, das ist ja nur für hoch und runter. Ja, aber der muss los, ne? Ja. Den haben wir nicht da. Hä? Nee, ja, nee. Da lösen oder was? Denn, oder nicht? Oder was? Halt mal im B. Ja, das kann sein, ja. Die hier lösen. Ja. Nee, der andere auch noch. Sü, merkst du was? Mhm. So, jetzt müssen wir das mal, naja, ausrichten machen, wenn das Rad dran ist, oder? Oder kann man das so auch erkennen? Ja, ist ja nur so ein erstmal grob, ne? Ich spekuliere da mal so rüber. So, ja, ne? Ja. Ich glaube, das richten wir gleich nochmal nach. Das müssen wir auch ganz aufmachen jetzt hier. Ja, aber, ja gut, dann machen wir es dann. Der muss ganz ab, ne? Ja. Wir müssen das Ganze abnehmen.
So. Wohnmobil. Und jetzt ist ja die. Mach den mal rein. Ja, so muss das richtig sein. So ran, ne? So sieht das richtig aus. So eine Drehung müssen wir dann nochmal rauffummeln. Hier, guck mal. Nee, so. 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 Oh. So. So? Ja. Ich halte erst mal fix hier rein. Warte. Was denn? Nee, Moment, halt. Was? Nee, noch nicht. Noch nicht. Wieso? Nein, noch nicht. Mach los, weg. Verkehrt rum. Ja. Ja. Hast du recht. So. So, ne? Hm. So. Erstmal nur eben, dass er nicht wegfällt. Hier, guck mal, da ist ein Fadenkreuz, ja, aufgemalt. Genau. Du Fuchs. Junge, was alles gibt, ne? Das ist aber echt nicht doof, das muss ich gleich mal ihm zeigen. So, dann müssen wir das jetzt mal eben einstellen. Also stellt man die Mitte, haben wir schon ziemlich hin. Ja, jetzt muss man einmal greifen. Oh. Also hier ist so ein Fadenkreuz drin. Und dann die Gradzahl. So können wir es, glaube ich, erstmal festmachen und dann ja. Mal die Feinjustierung machen wir hinterher. Ja. Den mache ich erstmal bei den, hältst du mal den noch, fest. Mach hoch machen. Hält sich das? Ja, den können wir gleich noch hoch machen. Ja, dann erstmal möchte ich gerne, dass die Lenkung jetzt erstmal so. Nicht mehr verdreht. Öle, Alter. Schon wieder so warm. Wir haben ihn jetzt über Kopf gekriegt. Ja. Jetzt, da kommt die Scheibenbremse rein, ne? Genau, das ist dies hier. Der muss raus. Der muss raus, das ist so ein Platz. Der kommt weg, nur ein Schutz. Und jetzt? Jetzt kommt erstmal das Schutzblech wäre nicht schlecht, ja. Sonst und wird ihn noch schmutzig beim Fahren, wenn es richtig schnitt. So wollen wir hin, ne? Genau, so. Ach, der muss erst, die Schraube muss erst los, ne? Warte mal, eben kriege ich die mit der Hand. Natürlich nicht. Oh. Jo, nehmen wir den mal. Probieren wir mal aus. Nee, das ist tatsächlich der größere. Jo, also, wir haben jetzt noch eben das Schutzblech das vordere reingeschraubt. Jetzt machen wir hier Hochzeit. So. Oh, die Scheibenbremse. Halt, hier muss die eine Scheibe muss nach innen, ne? Das sind zwei Stück. Ach so, die sind, ja, okay. Das ist ja die Mutter. Ja, die brauchen nicht ganz runternehmen. Ja, dass sie einen Platz hat jetzt erstmal. Muss die Scheibe wirklich dahin? Würde ich, weil das zwei sind. Und die hier die Scheibe nach innen, außen hat die Mutter doch die. Verstehst du? Ich verstehe dich. Macht nichts. Ich verstehe dich doch. Achso. So, da ist alles in Ordnung, ja, ne? Ja. Ja, dann Bremse. Gut. Machen wir das jetzt, ne? Ja, irgendwie. Wir brauchen noch eine Hand mehr. Heben nochmal eben. Denke ich mal, gehört das mit nach außen. Ja. Meinst du? Ja. Sicher? Ja. Von mir aus. Wenn du das gerne so hättest. Das ist jetzt genau rein. Da ist nicht gar kein Platz für da. Gut, dann ist das so. Ich hätte jetzt. Aus der Logik heraus, aber egal. Aber dreht ja sauber. Dreht ja sauber, ne? Läuft auch sauber in der Bremse. Ja. Ja, das sieht gut aus. Ja, dann soll das wohl so sein, ne? Dann müssen wir den mal festdengeln. Und einen Schlüssel suchen. Hab ich nicht. Hast du den richtigen? 50. Huh. So, ich muss nur mal die Kappe noch abkriegen hier. Oder wir nehmen die Schraube mal ganz runter. Steckt doch den Maulschlüssel darauf. Der hat doch hier die. Ja, aber das passt ja nicht. Ach so ist das. Ja, so wird das aber nichts. Nichts zerstören. Na gut, hier ist auch keine Kappe, ne? Und daher ist das egal. Schutzblech passt auch, schleift nicht. Das sieht doch soweit gut aus. Wir haben ja auch noch die Platzhalterachse mit. So, zusammengebaut ist es. Morgwheel Basalt ST haben wir hier. 7-Gang Shimano Schaltung, Scheibenbremse und der Akku lädt jetzt. Also kann ihn ja noch nicht fahren. Wir müssen tatsächlich jetzt erstmal laden. Ist nicht vorgeladen. Wir hatten den Akku noch eben raus. Der hat auch einen Kontrolltaster und ist halt erster Balken rot. Also wir müssen jetzt
laden und dann wird wahrscheinlich Ina entweder heute Abend, aber ist schon fast Abend, oder morgen fahren können. Dann fährt sie morgen die Probefahrt. Aber ansonsten, so beim Zusammenbauen, also war jetzt nicht schlimm, ne? Nee. Korrigiere mich, wenn ich was falsch sage. Auch viel selbst erklären. Ne? Ja, also wir haben in die Anleitung jetzt gar nicht reingeguckt. Nee. Was ich mich aber noch frage ist, und da gucke ich nochmal in die Anleitung, wofür das hier ist. Da haben wir nämlich noch einen Anschluss, elektrisch. Das will ich euch ja auch gerne verraten, wenn ich es weiß. Dafür muss ich aber doch ins Handbuch gucken. Und dann schauen wir mal, wie die... Ach, bleibt da. Da machen wir den Deckel wieder rauf. Wie das Display aussieht, wenn der Akku geladen ist. Wir haben hier von der Bedienung... Ist das eigentlich auch alles... Oh, der Sattel ist noch... Den machen wir gleich noch ein bisschen runter für ihn, glaube ich. Einschalten, hochschalten, runterschalten, Licht haben wir da. Da ist die Gangschaltung. Und dann haben wir hier Hinterradbremse, Vorderradbremse. Ja, Licht haben wir eben noch angeschraubt. Das hatte ich natürlich vergessen. Da musste die Schraube vom Schutzblech noch einmal los. War aber auch nicht weiter schlimm. Haben wir jetzt auch dran. Ja, und ansonsten die Dämpfer können wir noch einstellen, so wie Ine das gerne hätte. Jetzt sind die relativ weich, aber das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Dass es auch anständig federt. Sattel scheint bequem zu sein. Ja. Neues Fahrrad sieht immer gut aus. Ne? Wie sich das bewährt, dürfte mich gerne im Laufe der Zeit fragen, ob es noch heil ist, ob Ihnen noch zufrieden ist, ob alles läuft. Sowas kann man mit einer Probefahrt natürlich nicht feststellen. Das muss ich zeigen. Aber so als solches erstmal schon krass, diese Radgröße, ne? Oder Jens? Ja. Das ist schon die Reifengröße, ne? Ja. Das ist schon gewaltig. Ja. Und das bei den breiten Reifen. Das ist für uns einfach mit breiten Reifen hier auf dem Hof das Beste. Da kannst du, das haben wir ja mit unseren Rädern auch. Ja. Du fährst damit über den Acker aufs Gras, du kannst da überall mit hinfahren, du rutscht nicht weg und so. Also du kannst durch die Kartoffelfahrgassen mitfahren und alles, ne? Und das ist einfach geil mit diesen breiten Reifen. Das ist einfach piekfein, das ist schön. Dass es das auch hat und deshalb war das auch ein Grund, dass wir gesagt haben, ja okay, das probieren wir gerne aus. Weil das zu uns passt. So, aufladen und dann geht es in Kürze weiter. Wir räumen jetzt erstmal hier auf, den Müll weg. Und dann wollen wir ja gleich noch die Auslosung machen, ne? Müssen wir auch noch. Ja. Aber dann hole ich mir vorher erstmal einen neuen Akku, weil der ist gerade leer. Bis gleich. Guck mal, man kann sogar einschalten, wenn das Kabel drin ist. Ja. Wir holen mal eine Kabeltrommel, dann läufst du hinterher und ja, dann okay. Kann Ina doch fahren. Wir haben noch hier die Solarpaneele. Ja. Ja, genau. So. Ja, Mensch. Mal einen schlanken Schuh, ne? Sieht gut aus. Geht das Licht? Licht geht auch. Ja, nice. Klingel geht auch, die Hupe. Ja, piekfein. Das ist ein bisschen wenig klassisch, aber... Also... Hier sind alle Einsendungen drin. Alle Teilnehmer des Gewinnspiels. Bevor wir das ziehen, will ich euch aber noch mal eben zeigen, was wir bekommen haben. Dafür machen wir noch ein bisschen, wir räumen noch mal eben schnell auf. So, fertig. Ich versuche die Reihenfolge einzuhalten. Das hier, total süß, stand im Laden. Ich glaube, darf ich das vorlesen? Darf vorgelesen werden. Ich zeige es mal einmal. Das ist selbst gemalt, wie man sieht, von Emma, steht da unten rechts. Und da steht, hallo ihr beiden, ihr seid super, wir freuen uns immer auf neue Vlogs von euch. Die sind immer sehr interessant und lustig, wir gucken euch sehr gerne, macht weiter so. Liebe Grüße, Familie Dude. Die kommt damit zu, weil die Postkarte war mit fürs Gewinnspiel gedacht. Die habe ich jetzt extra gezeigt, das sehen wir gleich, weil dann noch was dabei war. Und zwar haben wir hier zwei Eschenbettohren gehäkelt. Ein Jens, J und ein Sven, S. Oh, den hänge ich mit dem LKW rein, weißt du? Ja, da muss nur der Tüdelband dran tüdeln. Das ist aber krass, oder? Ja. Wo sind unsere anderen beiden Ärsche? Da. Ja. Da ist auch noch ein Arsch mit Ohren. Haben wir auch bekommen. Die sind aber schon krass gemacht, ne? Ja, cool. Muss ich ja mal so sagen. Und dann gab es hier noch einen Sack voll Arbeitshandschuhe. Also wirklich, ja. Ihr seid verrückt. Ja, Wahnsinn. Guck dir das an. Richtig, aber das sind die, die wir auch mal kaufen. Ja. Die sind richtig gut. Richtig gut, ja. Also ganz lieben Dank, Dank. An euch. Dann haben wir, wo kommt der jetzt? Ach, das war der alte. Da ja, das ist noch der alte. Der gehört hier nicht zu. Ah. So,
Das haben wir nämlich im letzten oder vorletzten Video gehabt. Wann auch immer das war. Vorletzte, ne? Dann haben wir hier noch zwei Kisten Bier. So. Fangen wir mit der an. Hier sind Süßigkeiten. Dann haben wir hier Spezi Energy. Kenne ich auch noch gar nicht. Und verschiedene Biere. Andexer zum Beispiel. Und den Kollegen, der das gebracht hat, den habe ich auch getroffen. Das war kurz bevor wir in Urlaub sind. Auf dem Abend stand er da, kam aus Bayern und wollte zum Wacken. Also jetzt gerade ist er auf dem Wacken und wenn dieses Video Sonntag dann raus ist, dann ist er wahrscheinlich auf dem Rückweg vom Wacken. Ja. Ist er gerade in Gang, wackeln, viel Spaß gehabt zu haben. Und ganz lieben Dank für das Bier. Also das wird, ich habe das extra vom Laden hierher, damit wir es immer zeigen können in Ruhe. Und dann bringen wir gleich, wenn wir mit dem Film fertig sind, die beiden Kisten in den Kühlraum, damit das dann auch schmeckt. Ja. So, also ganz lieben Dank. Dann haben wir noch eine zweite Kiste Bier. Und das darf vorgelesen werden. Das machen wir auch. Warte mal. So, das ist ein bisschen einfacher. Moin Röpers, Familie plus Jens. Wir schauen immer gespannt eure Videos. Bei der Anzahl von Baustellen kannst du ja langsam einen Bagger vom Axel abschnacken. Ja, das stimmt wohl. Wir haben euch 24 Kollegen aus unserer Heimat für euer Feierabend mitgebracht. Lasst es euch schmecken. Schade, dass Café zu hat, aber verständlich. Wir freuen uns jetzt schon auf die Saison 2025 und kommen euch dann nochmal besuchen. Beste Grüße aus dem Bergischen Land, Familie Knipper. So, Brief darf vorgelesen werden und Kasten gezeigt. Da zeigen wir jetzt auch noch den Kasten. Ganz lieben Dank. Und da haben wir hier, das sind auch verschiedene. Ich habe schon gesehen, Dom, da ist Kölsch bei. Das ist alles Kölsch, wa? Jo, Peters Kölsch, Dom Kölsch, ist auch ein Frühbei. Früh, da guck mal an, Frühkölsch, Donnerschlag. Aber Kölsch in halbe Liter ist schon was Außergewöhnliches. Ne? Die trinken doch eigentlich 0,2 und wenn es keiner sieht, 0,1. Wahnsinn, ganz lieben Dank, wir freuen uns. Das kommt alles schön in die Kühlung. Ja. So, und jetzt, liebe Leute, das legen wir zur Seite. Die Tüte ist soweit, die ist leer, ne? Nee, doch. Ja, die kann auch dahin. Jetzt werden wir Auslosung machen. Jens wird ziehen. Ich mische das gleich nochmal einmal und wir filmen jetzt durch. Hier gibt es jetzt keinen Schnitt oder sowas, damit da keiner sagen kann, du darfst nicht gucken. Ach so. Das war. Also wir machen das wirklich so zufällig, wie wir es eben machen können. Natürlich sind das verschiedene Größen und Jens greift einfach gleich, wenn ich gemischt habe. Ihr dürft auch nochmal einmal reingucken, wenn ihr wollt. Nicht du. Nein. Ihr dürft einmal mit. Saudi. Also gut, dass wir so eine Kamera verlosen, die hält was aus. Ey! Bleib doch mal stehen. So, ich mische die Karten. Ich mische, mische, mische. So, wir ziehen. Jens darf gleich drei Karten nacheinander ziehen. Wir fangen mit dem dritten Platz an und arbeiten uns dann zum ersten vor. So, ich rühre noch einmal kräftig um. Möhre brüht. Und Jens wühlt dann gleich ganz lange da drin rum und sucht sich eine raus. So, nee, warte. Jetzt wühl einfach und hier einfach rein zufällig jetzt der dritte Preis. Der dritte Preis, jetzt darfst du auch gucken, ich mische gleich nochmal neu. Wir wollen ja nicht schneiden hier, damit, wie gesagt, keiner sagt, Hashtag Ehrenjens, Hashtag Innerloben, Hui Moinsen, grüner Rahmen, voll geil, eine selbstgebastelte. Da haben wir, moin, freue mich jedes Mal, wenn ein neuer Vlog kommt. Weitermachen. Von Jan, da oben steht noch. Ich habe gerade Angst gekriegt dafür, die Adresse ist da. Von Jan. Jan, du hast den dritten Preis bekommen, du hast auch alles gemacht, du hast die T-Shirt-Größe aufgeschrieben und so weiter. Dritter Platz, herzlichen Glückwunsch. Das schreibe ich mir da jetzt mal. Haben wir hier noch Kugelschreiber? Da schreibe ich mir eine 3 drauf, damit wir da das nicht falsch machen. 3. Und die legen wir jetzt dahin. So, gehst weiter mit Platz Nummer 2. Du darfst wieder. Ach, ich muss noch einmal hier einmal mischen. Also es sind mehr als es aussieht. Ne? So, jetzt darfst du ziehen. Du kannst auch noch ein bisschen spannend machen. Oh, was macht er jetzt? Welche Karte wird er nehmen? So, Werbepause. Werbepause. So, und Nummer 2. Was ist das? Das ist ein Brief.
einfach mal auf. Von Mathis. Mathis. Warte, da brauche ich, was ist denn? Romantische Romantik. Ein scharfes Messer. Wie feines Messer. Ja. Und dann schauen wir mal, was da drin ist. Ob auch alles richtig ist. Seht ihr, wenn das Licht an ist. Ne, ist ja. Hä? Mhm. Guck mal, das Innere vom Brief ist nicht mit aufgegangen. Ja. Jetzt verstehe ich das. Das ist ein Innenkuvert. So, jetzt aber. Da vorgelesen werden. Hallo Sven, schönen Gruß aus dem Süden Deutschland. Ich bin Mathis, 9 Jahre alt und habe zusammen mit meinem Papa schon ein paar Folgen deiner Vlogs geschaut. Mein Papa schaut deine Filme regelmäßig. Da mein Onkel auch einen Hof und ein kleines Lohnunternehmen hat, bin ich immer wieder mit dabei. Vor allem die Maschinen finde ich toll. Ab und zu habe ich schon auf dem Mähdrescher oder Häcksler geschlafen. Da ist auch ein Bild bei, das zeige ich jetzt nicht. Datenschutz, aber wie er auf dem Mähdrescher schläft. Sehr gut. Nee, das ist ein Häcksler. Das ist ein Mähdrescher. Leider haben wir es noch nicht geschafft, mal bei euch vorbeizukommen und euer leckeres Eis zu probieren. Aber irgendwann bekommen wir das sicher hin. Mit dem Handy haben wir auch schon das eine oder andere Video vom Dreschen oder Häckseln gemacht. Es wäre natürlich toll, wenn wir in Zukunft mit einer guten Kamera filmen könnten. Ich möchte zusammen mit meinem Papa an der Verlosung teilnehmen. Meine T-Shirt-Größe wäre und so weiter. Und die Adresse. Ganz liebe Grüße, Mathis und Thomas. Also, lieber Mathis und Thomas natürlich, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt den 2. Platz. Leider ist es nicht die Kamera geworden, aber die haben wir nur einmal. Und deshalb können wir die auch nur einmal verlosen. Aber da schreibe ich jetzt direkt die 2 drauf. Ihr habt den 2. Platz geschafft und gleich, da schreiben wir die 2 und eingekreist, die kommt damit hin. Jetzt darf Jens ziehen. Jetzt muss auch ein bisschen länger wühlen. Ich mische noch mal einmal wieder. So, und jetzt darf Jens den ersten Platz, jetzt wäre ich fast gefallen, ersten Platz ziehen. Unsere DJI Osmo Action 4, die wir verlosen. Nägelnagelneu, eingeschweißt, original verpackt. Und wer bekommt sie? Ich! Er hat sich selber gezogen. Du hast doch schon eine. Ja. Ich bin echt gespannt. Wollen wir jetzt doch noch in die Werbepause gehen? Ja, warte, ich zeig nochmal das Taschenmesser. Nein, jetzt zieh eine. Das ist einfach. So, hier nehmen wir mal die. Ha. Guck mal, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Was haben wir denn da? Oha! Eine Kamera. Das ist unfair, nochmal rein. Der hat uns seine Pappkamera geschickt, um eine echte zu gewinnen. Ja. Also. Was haben wir denn da? Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das alles so richtig vorlesen kann. Also, moin Sven, hier kommt die Karte zum Glück. Diese selbstgebastelte Karte ist für die Verlosung der Kamera. Ich schaue schon eine lange Zeit deine Videos und frage mich, ob ich das auch so könnte. Bin in einer ganz anderen Branche tätig, aber vielleicht auch interessant für den einen oder anderen. Schaue deine Videos sehr gerne, weil du auch einfach das meiste so aussprichst. Es ist auch echt schade, dass mit dem Kaffee, aber Sicherheit geht vor. Wir kommen alle nächstes Jahr wieder gerne zu euch. Sollte noch ein... Oh Gott, das ist nicht einfach zu lesen. Sollte noch ein schöner Spruch auf die Karte. Ich habe einen rausgesucht, da ich nicht spontan kreativ bin. Es ist nicht, Gottes Willen, es ist nicht der Hof, der den Bauern ausmacht, sondern die Liebe, die harte Arbeit und der Charakter. Beste Grüße, Freddy. Daumen drücken. Alles klar, Freddy. Ja. Freddy hat tatsächlich die Kamera gewonnen. Ja. Herzlichen Glückwunsch an alle, die jetzt nicht gewonnen haben. Es tut mir in der Seele weh. Ja. Hätte ich die Kohle oder hätte DJI Kameras gesponsert, dann würde, wenn es nach mir geht, jeder eine bekommen. Weil es sind so tolle Karten dabei. Ja. Ich will hier nochmal eben die 1 draufschreiben, damit das nicht verloren geht. Da machen wir, glaube ich,
mal einen Livestream. Ich weiß noch nicht wann, aber das machen wir. Die Karten bleiben so, wie sie sind da. Die drei Gewinner, wenn ich das versteckt habe, kommen da wieder mit rein. Und dann holen wir uns eine von den beiden Kisten aus dem Kühlraum, machen einen Livestream und lesen mit euch einfach mal ein paar Karten durch. Ja. Was meinst du? Ja. Das wär, ich weiß noch nicht, wann wir das schaffen, aber das machen wir auf jeden Fall. Da sind wirklich tolle, tolle, tolle Karten dabei. Ja. Also, ganz lieben Dank an alle, die mitgemacht haben. Nochmal herzlichen Glückwunsch an die drei Gewinner. Und an alle anderen, seid nicht traurig, wir verlosen mal wieder was. Und wer als DJI hier zuguckt, ne, schickt uns doch einfach mal 10 Kameras, dann können wir auch mehr Leute glücklich machen. Weil 10 kann ich nicht kaufen. Wir haben jetzt die eine gekauft und ich hoffe, wie gesagt, ihr freut euch drüber. Aber wenn jemand was zum Verlosen schicken möchte, die Adresse ist unten. Genau. So, also, das war's. Wunderbar. Weiter geht's. Später. Bis später. Samstag, 3. August. Guten Morgen. Ich will mal schnell Kartoffeln packen. Für den Hofladen. Und dann kann Ina gleich mal das Fahrrad ausprobieren. Das ist jetzt nämlich aufgeladen. Geil. So, an dieser Stelle der Link zum Fahrrad, wenn euch das interessiert, ist in der Videobeschreibung. Dürft ihr gerne raufklicken. Aber erst, wenn ihr gesehen habt, wie es fährt. Ne? Also, bis gleich. Geht aber doch ganz gut ab. Ja, moin Jens! Wahnsinn, moin. Jens ist auch gekommen. Ja. Ja, das willst du ja auch nicht nehmen lassen. Nee, ne? Du musst auch noch eine Runde fahren gleich, oh, oder? Jetzt geht's ins Gelände hier, pass auf. Oh ja, durchs Gelände. Aber da sind die Reifen ja auch für gemacht. Ne? Ich finde das cool, das ist echt Hammer. Also diese Ballonreifen sind einfach mal geil. Ja, ist echt kann man nichts gegen sagen. Ja. Ja. Ja, das hatte ich gestern auch schon gesagt, das ist für uns, das ist einfach perfekt. Wenn wir hinten auf der Weide, selbst mit unseren Fahrrädern, können wir ja auch durch die Fahrgassen von der Kartoffel, dann kannst du überall lang fahren. Ne? Hatte ich ja auch ausprobiert. Ja. Da brauchst du zwar nicht weit hochschalten, aber es geht. Nein, aber ja, der zieht da durch. Ja. Das ist schon cool. Eine Tour durch den Garten gemacht. Ich habe auch nicht geguckt, wann er jetzt vollgeladen war. Ich hatte ihn ja einfach die Nacht über dran gelassen. Habe ich heute Morgen abgeklemmt. Also das ist schon okay. Gut. Sehr schön. Also, vielen Dank an Mockwheel. Jetzt dürft ihr auf den Link klicken, ist jetzt auch Woman Approved, das Fahrrad da unten, wenn ihr möchtet und euch das interessiert, dürft ihr klicken. Jo, so, dann haben wir das aber jetzt auch geschafft. Ich muss das Video irgendwie auch noch geschnitten kriegen. Und aus diesem Grunde trifft sich das, dass Jens gerade da ist, dann kann er sogar mit Tschüss sagen. Was für Zufall. Ja, so ein Zufall. Also, wenn ihr Spaß gehabt habt, Däumchen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hatte ja auch gesagt, schreibt gerne in die... Ina fährt da immer noch weiter. Also es macht offensichtlich Spaß. Ja, die wirst du heute nicht mehr sehen. Nee, ist dann so. Dann kannst du ja mit dem Fahrrad einkaufen fahren. Ja, Anhänger ran, kannst du Kartoffeln holen. Genau, Anhänger wolltest du sowieso gerne dran haben, eine Anhängerkupplung. Ja, das machen wir im anderen Video. Genau. Also, wenn ihr Spaß gehabt habt, Däumchen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Vielleicht demnächst dann mit zweimal die Woche. Ja, also zumindest dann, wenn mehr Action hier startet, dann auf jeden Fall zweimal die Woche. Ja. Ob das nächste Woche schon ist, weiß ich noch nicht, aber das werden wir feststellen. Ne? Ja. Also, dann sagen wir auf jeden Fall jetzt, wir singen! Sagst du auch noch Tschüss? Läuft. Schon wieder Wetter, ich hätte gerne Regen. Hast du Regen in der Hose? Nee, leider nicht. Scheiße. Jens! Was? Jens! Ja! Ja, was? Diese Schweißnähte. Alter, ja, mega. Oh.